Moin und herzlich willkommen zu einer Magazin-Review. Heute zur 21. Ausgabe des Lego Minecraft Magazins. Als Extra haben wir einmal Alex dabei mit einem kleinen Wolf und ja, ein bisschen Deko. Und zusätzlich eine limitierte Goldkarte, die LE3 mit dem Namen Steve. Ich würde sagen, ich löse das einmal alles ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier haben wir einmal die limitierte Steve-Karte, die LE3. Nochmal in groß. Ich finde das cool mit den goldenen Blöcken im Hintergrund. Kommt zu den anderen Karten in die Mappe. Und dann kommen wir mal zum Extra. Ich denke mal, das kann ich auch so schnell aufbauen. Da brauche ich, glaube ich, kein Speedbuild für. Zumindest sollte ich das nicht. Das geht doch fix. So, da haben wir gleich schon den Hintergrund fertig mit den Blümchen. Da habe ich doch tatsächlich verbaut. Zack. Zack. Da haben wir das soweit. Dann wird das fertig. Jetzt kommen wir mal zu Alex. Zack. Zack. Da kriege ich dir noch in die Hand. Die stelle ich mal hier so auf die Ecke. Und jetzt kommen wir mal zum Wolf. Mal gucken, wie der gebaut wird. Ich gehe mal stark davon aus, irgendwie so. Zack. Und zack. Das kommt hier hin. Würde ich sagen, muss dahin. Habe ich den richtig? Keine Ahnung. Nee, sieht nicht so richtig aus. Aber ein kleiner Wolf. Sieht doch ganz nett aus. Nochmal zwei Blümchen. Die kriegt Alex noch mit in die Hand. Halt wie eine Standard-Minecraft-Figur. Gesicht vorne nur bedrückt. Oberkörper vorne und hinten bedruckt, Beine gar nicht. Und hier haben wir das kleine Deko-Element. Der Wolf durch im Hintergrund. Und dann gucken wir uns mal das Magazin an. So, kommen wir mal zur ersten Seite. Hier haben wir Werbung für einen der neuen Ninjago-Mechs. Dann haben wir hier das Inhaltsverzeichnis. Dicke Kumpel, kleines Rätsel und ja doch, sieht richtig gebaut aus. Bauanleitung kommt später nochmal. Hier haben wir die erste Seite vom Comic. Hier die zweite. Dann haben wir hier das erste Rätsel. Mob 10 leicht gemacht. Dann haben wir hier wieder eine Doppelseite vom Comic. Hier haben wir wieder ein Rätsel. Der böse Wolf. Hier haben wir nochmal Werbung für das neue Ninjago Legacy Magazin mit der coolen Sammeldose. Da kommt morgen Review zu. Dann haben wir hier wieder eine Seite Comic und ein Rätsel. Zieh Leine. Dann haben wir eine Doppelseite irgendwo in Minecraft. Hier wird ein neues Set vorgestellt. Das Tierheim. Dann haben wir wieder eine Seite Comic. Und dann sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Hier haben wir einmal Steve mit einer Diamantrüstung und dem schönen Text Diamanten sind meine Freunde. Und hier haben wir einmal die Gast mit dem Titel Sei mein Gast. Dann haben wir hier Werbung für die neuen Sammelkarten von der Minecraft-Serie. Hier haben wir wieder ein kleines Spielchen, die Knochen sammeln.
Jetzt noch ein Sammler. Dann haben wir hier eine Seite, Doppelseite Comic. Sogar eine zweite Doppelseite. Dann haben wir hier wieder ein Rätsel. Alex unter Wölfen. Ein paar kleine Labyrinthe. Dann haben wir hier wieder eine Doppelseite. Und hier kommen wir jetzt zur Anleitung. Und ich habe ihn definitiv richtig gebaut. Dann haben wir hier eine kleine Umfrage. Ach, der dritte wurde da einfach so genoppt. Okay. Hier haben wir noch eine Umfrage. Kann man wieder ein nettes kleines Set gewinnen. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Heft. Hier haben wir die Vorschau für die nächste Ausgabe am 3.5. Da haben wir eine limitierte Creeper-Figur dabei. Die Figur Sammelkarte. Und als extra haben wir einen Ertrunkenen und einen Helden. Plus Schild und Schwert und so weiter. Dann haben wir hier nochmal Werbung für den Disney Channel. Und auf der Rückseite haben wir Werbung für das City Magazin mit den übermotorisierten Rasenmäher. Damit wären wir aber auch für heute schon durch. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.